Dir, Mädel. Dankeschön, Mademoiselle. Das Bier. Chiri. Ich krieg auf die Schnauze, ich krieg auf die Schnauze, auf die dicke Plauze. Störe 5 Busse. Okay. Gut. Das ist, glaube ich, so ein Nintendo-Ding. Man hat früher... Ich habe erst gedacht, das wäre so ein Pokémon-Ding, dass man sagt, ja, keine Ahnung, Stolunio kann Laster zerstören, Maschau kann Laster zerstören und so weiter und so fort, kann Laster zerschneiden. Aber ich glaube, das ist so ein Nintendo-Ding. Mal gucken, ob ich noch mal andere Waffen probieren kann. Tirez! Mais tirez, putain! Si vous vous arrêtez, vous êtes foutu! Hat er gerade auf Französisch geflucht? Selbst das hört sich irgendwie nicht richtig an. Oh nein, die Motten. Getting the locals involved. You'll pay for that. Okay, das ist cool. Okay, das ist cool. Heilige Scheiße. Duff, 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 hier kommt die Eisenbahn. Ja, mit dem Zug die Treppe hochfahren. Kann man mal machen. Brian. Das ist die letzte Staffel The Walking Dead. Und die ist ein bisschen sauer. Ach, kommt schon, Leute. Und wen haben wir hier? Ja, Jonas Haustier. Okay, das ist cool. Das ist cool. Dafür hat es sich gelohnt, das Spiel nochmal zu spielen. Info. Halte die besessenen Soldaten davon ab, die Stadt zu verwüsten, die du zu beschützen
die sie zu beschützen geschworen haben. Bewegen, Frontalangriff, Schwanzhieb, die finstere Flamme. Antipersonenwaffen haben keinerlei Wirkung auf Gamora und können die nicht anhaben. It's time to end this madness, once and for all. May they all finally know rest. Ich meine, komm schon. Wie zu viel. Ja, kann man mal machen. Null auf Gamoras Rücken. Ein Hubschrauber vom Himmel. Kann man mal. Ja. Willst du mir nicht sagen, das waren mächtige Blähungen, aber. Die Frisur sitzt. Drei Wettertast. Was anderes kommt nicht für Bayonetta ins Haus. Schon wieder. Feier ich generell. Diese Tanzeinlagen random zwischendurch. Kampftanzbattle. And what was that? Oh, that. A simple ball swirl. Just wait until I get really chatty. Kleines Bossoir. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Bossoir heißt eigentlich Abend. I think you have me mistaken for someone else. In unserer Branche kann man sich Verwechslungen nicht leisten, Moschorbe. Au. Wird das Moncherie ausgesprochen? Was würde ich verstehen? Habe ich jetzt gerade ein Loch in ihrer... Ich hab ein Problem. Ich krieg aufs Fressbrett. Hat die gerade ihren
Unterleib und den Torso. Mama. Ich war ein bisschen einkaufen. Wenn du meine Madame Butterfly killst, dann gibt's aufs Maul. Was ist das? Ja, ich glaube aber dadurch, dass wir das Spiel schon mal durchgespielt haben, konnte ich halt relativ... Du kannst halt mit diesen grünen Dingern, da sie das halt aufgeteilt haben, die Skills kaufst du zum Beispiel mit den roten, Blutdingern. Die kosmetischen Sachen kaufst du mit den goldenen und mit den grünen, das was du theoretisch die ganze Zeit sammelst. Damit kannst du dir halt Mutant-Sims kaufen. Und das, ja. Hat die Motte der gerade irgendwas in den Arsch gespritzt? Das fühlt sich, sah ein bisschen weird aus. That's what she said. Oh nein, das ist doch dieser extrem krasse Kampf. Meine ich. Das ist ein sehr hässliches UNA 4. Ursprüngliche Erzengel. Was glaubst du, kannst du für sie tun? Also in Stücke reißen. Perlucius. Diese Ganoven. Du, oh ihr Bayonetta! Hila, da kommt Sela, Odo, eine Nael! Farb und Sand wie Waffe Nies! Ich find's gut, dass sie den nativen Angel-Modus reingebracht haben. Weil, da kannst du halt selbst wählen, ob du ein bisschen mehr Blut und Nacktheit sehen willst oder ob du das halt zensieren willst. Finde ich gut, dass sie das nicht automatisch rausgenommen haben. Und aus der Frosch... Frosch... Aus dem Frosch wurde eine wunderschöne Prinzessin. Muss ja nicht immer ein Prinz sein. Kann ja auch mal eine Prinzessin aus dem Frosch kommen. Baal-Zebul, Sirene der Seuche. Von der möchte ich kein Küsschen kriegen. Die hat ganz komische Zähne. So viel Publikum, dann schließe ich mich sogleich dem Chor an. Ich halte jetzt mal die Schnauze. Weil ich finde es einfach genial. Thank you.
Das ist cool. Wichtigste Waffe ist die Stimme. Das war so cool. Feier ich immer wieder. Kann ich nächste Woche nochmal machen. Hat's doch verkackt. Aber immerhin. Du willst sowas vor den Kuss. Na, ich weiß nicht. Ich hab was gegen Küsse, die mir die Haut, die mir die Zunge wegätzen. Wir werden uns schon bald begegnen. Ja, der kommt doch jetzt her, du Lappen. Aber der Bosskampf war schon geil. Fand ich gut, dass sie die Kröte nochmal eingebracht haben. Und zwar gut. This will all end soon as well. Very soon indeed. So, ich glaube, wir nähern uns langsam dem Ende. Kapitel 12, am Rande des Wahnsinns. Ja, das kann ich mir vorstellen. Enchanting and enticing. Nein, das war nur Silber. Ein bizarres, ja, ich will weitermachen. Neue Dämonen beschwören. Waffen. Ja, brauche ich nicht. Ich weiß nicht, von der Froschbraut brauche ich jetzt kein Küsschen. Vor allem nicht von den Zehen. Von der Sirene der Seuche möchte kein Mann geküsst werden. Hoffe ich zumindest. Ja, wie hat euch denn der Bosskampf so gefallen? Könnt ihr ja mal in den Chat posten. Mal zu spammen. Man sagt das nicht. Gibt bestimmt Leute. Ja, gut. Auf der Welt gibt es für alles einen Abnehmer. Who are you? Do you know a girl named Viola? She sent me to find you. I know no Viola. But I believe I know why you're here. You're looking for a way to the Alphaverse. Very astute, Doctor. Mir scheint, teilen Sie und ich gemeinsame Interessen. Ich werde Sie daher gerne unterstützen. Unter einer Bedingung. Solche Time-Rhythmus-Spiele sind nichts für dich normalerweise. Ja. Deswegen war ich ja still. Hab mich mal konzentriert.
Ich denke, das lässt sich einrichten. Schließlich haben wir eine lange, ereignisreiche Reise vor uns. It seems we had best hurry. Follow me. Wir sollen nicht sagen, aber der könnte den Zahn zulegen. Das ist doch schon eher was für Jeans Geschmack. This should be useful. Ja, die Jan braucht auch, muss auch Fanservice machen. Vor allem mit dem Mittelfinger. Ich will zwar nichts sagen, aber wer weiß, wofür die den bei der Bayonetta noch benutzt. Gut. Wollen Sie mal aufs Fahren konzentrieren. Didn't think we'd get any privacy. Au. This path leads outside. There's a shutter at the exit. So if we can just make it there. Ja, das stimmt, ich kann ja Bomben ablegen. Das nicht okay. Kann ich wenig was nehmen? Oder? Those distant, hear the sound. Those close by, see the spectacle. Evildoers, fear final justice. Because the Platinum Knight has arrived to defend the weak and innocent. QTJ is here. Alles klar. Sailor Moon, yay! Mit der Macht von Johns Anzug werde ich dir auf den Sack gehen. QTJ. Ich war doch noch... Ich war doch noch QTJ. Au. Au. Was ist das? Nein, geh weg von mir. Lass mich in Ruhe, du Lümmel. Warte. Warum spielst du von hinten, oder? Da war mir schon klar. Passt. Au. Oh, fuck my life. Ich bin echt schlecht geworden in sowas. Ich war mal gut. Du kannst ja noch nichts machen, ne? Die Jean-Abschnitte sind echt mies. Das muss man sagen, traurigerweise.
creatures, aren't they? Looks like I'm not the only one after you. That's precisely why I hid in a secured location. I can't allow myself to be captured by them. It's regrettable, but I'll just have to consider the facility a parting gift. I've even prepared an explosive farewell. Ready, my dear? Immer. I love a good show. Just say the word. Just say Very the word. Well, then. Okay. Warum ist er schon wieder am Leben? Ah ja, ja, kann man mal machen. Ein Stück von selbst. It appears that someone didn't enjoy the fireworks. Then I'll show them what the Umbra can really do. Just a little bit more. Voll geköpft. Sneaking Mission Ending La Sol Chateau Komposition Takumihiko Muji. Ja, ich glaube, das war's mit Jan. Ach was. Ist aber echt nicht mein, keine Ahnung, ich könnte damit nichts anfangen. Konnte. Gut. Ja, ist ja gut. Wenn wir noch überspringen. Kann ich nicht. Warum auch? Oh, ich hätte ausweichen können. Ups. Was man so macht, ne, auf dem Motorrad. Rum. Einfach mal mit dem Hinterrad deinem Vordermann einen Scheitel ziehen. Weißt du, wenn ich wie man das Rad zum Glänzen bringt? I'm afraid I still don't know your name, my brave friend. Call me Jean. A pleasure, Jean. So, where do we go from here? There's someone I'd like you to meet. Ich möchte, dass Sie jemanden kennenlernen. Das ist der wahre Grund meiner kleinen Reise. Ja, dann Feuer frei, los geht's. More walking, less chit-chat. I think you'll find this ride much smoother than the last. Ja, kann man mal machen. Gut. Ja, Zeitbonus war. Immerhin konnten wir uns einmal verwandeln. Goldtrophäe. Das will ich nicht mehr. Will ich nicht meckern. Dieses, ich sag nichts von der Yuna. Herrlich. Ich will mal in den Shop gehen, mal gucken, ob ich noch irgendwas brauchen kann. Dieses Grinsen. Geheimer Gideon John, testet dein Geschick in einem Spiel, das von Arcade-Klassikern inspiriert wurde. Es ist sogar eine Rangliste verfügbar. Oh, okay. Might have something special for you. Items. Davon habe ich zwei. Brauche ich eigentlich nicht viel. Ich meine, hier von dem Zeug kann ich halt nicht viel kaufen. Mit das Testament habe ich. Rotglühender Schuss habe ich noch 6 Stück. Warte mal, kann ich eigentlich noch irgendwas anderes kaufen? Zubehör. Leidensstick, Mond von Mar. Aktiviert bei perfektem Timing zu dem. Was?
Wehrt gegnerische Angriff durch Steuern der in Angriffsrichtung ab. Fangzahn des Zornwolfs. Erhöht die Stärke von Angriffen während Maskeradenzorn. Ich habe keine Ahnung, was Maskeradenzorn ist. Prämienhammer. Erhöht das durch Folterangriff erhaltene Dämonenblut um 25%. Lässt Höllendämonen beim Einsatz von Dämonenschergen automatisch angreifen und ermöglicht Bayonetta sich frei zu bewegen. Oh, das ist nicht schlecht. Ich hätte vielleicht nicht alles in meine Lollis stecken sollen. Ja, komm. Warum dann eigentlich nicht? Rodins Schätze. So, dann haben wir das schon mal. Wunderbar. Minispiel brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Let's go. Ja, wer braucht die Deutsche Bahn? Mach ich selbst. Ich hab meinen Zug in der Hand. Oh. Ja. Ich will nichts sagen, aber das ist der Zug wohl ein bisschen überhitzt. Doctor, allow me to introduce my dear friend, Cereza. Cereza, this dashing fellow is Dr. Sigurd. He's come quite a distance for us. A pleasure to meet you, Cereza. John has told me much about you during our trip. Did she? I hope at least some of it was actually true. Jean has a habit of showing off for the gentlemen. You bitch. Neigt in der Gegenwart von Männern dazu aufzuputzen. Ich hatte euch wirklich nahe zu stehen, doch genug des Geplänkels. Ihr habt mich auf einen triftigen Grund gehüllt, richtig? Kaum ist ein Typ in der Nähe, schon machen die Mädels halt gleich mal wieder Tippenvergleich, ist klar. Yes. Sadly, I have a date with a terrible boar. Singularity. We'll knock down his door, wring his neck, and end all of this destruction. Ja. It's time to finish this. Ich würde sagen, Jeanne hat die Schnauze voll. I trust you have what we need. Now, follow me to the altar. Der ist mir zu selbstsicher. Das lief jetzt nicht unglatt. Das ist der heilige Altar, wo mein PC drin steht. Stand back. Ja, der Mann braucht seine Privatsphäre. Da muss ich jetzt erstmal den Willi würgen. Den Jürgen würgen. Bei den beiden als Begleitung kann man es ihm nicht verübeln. Der hat doch wieder bestimmt irgendwas vor. Dieser Lümmel. Come to see us off. If you're looking for a ride back home, you'll have to wait for the next one. The vermin don't know when to quit. If this device is damaged, we'll never be able to open the portal again. Doctor, you just keep working. Jean? Ah!
Kann man halt so macht, ne? So einen freien Nachmittag. Ich einfach mal ein paar Monster prügeln. Fangen spielen. Warum haben die nicht den Professor angegriffen? Oder den Doktor, ich habe keine Ahnung. Das ist ein großes Getriebe. Geben halt auch echt nicht auf, ne, diese Lümmel. Wollte schon sagen, leg doch den Apparat lahm. Zweite Madame Butterfly? Not bad. Komm schon. Ja. Keine Angst, ich habe den Controller gedreht, okay? Go, Sereza. You're the only one who can end this. Then I'll leave this lot to you. Promise I'll be back in time for drinks, all right? Cereza will return. Count on it. And until she does, they won't leave finger on this thing. Bis es so weit ist, mit dem wir das Ding. Haben sie es wirklich gegen die Horde aufverteidigen? Falls es zerstört wird, sind ihre Chancen null. Zerbrechen sie sich darüber nicht den Kopf. Mit denen nehme ich es allemal auf. Der guckt so komisch. Nicht mal gefreut oder so hat er sich. Ich meine, der hat zwei Bräute, die ganze Zeit da eben. Die sehr auf seine Bekanntschaft aus sind. Ich könnte natürlich versuchen, hier als. Das kannst du vergessen. Ich werde hier, wenn hier alles zusammenbricht, nicht unten irgendwelche Golems und Truhen zerfetzen. Ich werde schön brav. Hier weitergehen. Ja, natürlich.
Ah, jetzt verkackt. Nee, ne? Let's move on, Mädel. Dieses Ding schon wieder. Diese Festung machen wir zu unserer Bitch. Aureole. Eine riesige Luftfestung. Na dann. Ich habe da glaube ich eine Idee, für wen das was sein könnte. Wie aufmerksam von dir, mich auf einem halben Weg zu treffen, so spare ich mir etwas Zeit. Das war eine Show. Direkt vorm Auge. Jo. Weißt du, erst mit Reizen locken und dann verprügeln. Hey, Ladies. Machen Sie das als großzügiges Grindgeld. Mal sehen, was, ob du es auch verdienst. Yo. Kann ich nicht anvisieren? Doch, kann ich. Fuck, ich wollte ausweichen und Hexenzeit kriegen. Niemand touch meine Madame Butterfly an. Aua. Lapp. Au. Ja, die ist ein bisschen träge. Erstmal. Ja, sind zwei Mädels, ne? Zwei so viel für dich, du Lappen. Bloß mit deinem scheiß Tentakeln weg. Die Mädels stehen da nicht so drauf. Ist das der Naruto-Run? Oh mein. Madame Frita. Au.
Okay, das war ein bisschen einfach. Nein, komm schon. So, wir wollen trotzdem nochmal hier mal mitnehmen. So, Wurmkarton. Lümmel. Oh, jetzt geht die Knospe auf. Aha. Wie Silber. Ich hab doch ausgewichen. Nein, war nicht gut. Hab schon leicht verkackt. Ist das aus dem zweiten Teil? Wer wird da ausgesaugt? What are you doing here? Always getting in over your head. Du überschätzt dich aber auch ständig. I'll take care of you. Ich kümmere mich schon um dich. Na komm, Bubele. Hm? Musst du gerade sagen. Wie man es halt so macht, ne? Poor thing. Let me help you. Ja, also ein Freundchen. Weiß nicht mehr, was war und was nicht. Toll. War es, dass du ein tollpatschiger Trottel bist, aber einer, der ohne seine Freunde nicht zurechtkommt? Okay. Au! Du gerade Jonas Haus hier verprügelt, du Drecksau. Jetzt gibt's erstmal Backenfutter. Stammer war gut. Bad, bad boy. Der spuckt dir jetzt die Hand.
Das war jetzt die Frage. Was hat er gemacht? Hat er ihr die Hand weggeschlagen oder hat er sie vor diesem Schuss, der auf ihr Gesicht gerichtet war, gerettet? Das wäre... Ah, das ist böse. You have no fucking right to call me by that name. Ja, also jetzt vorbei. Das darf nur der richtige Luca. Der hört auch einfach nicht auf, ne? Hat er gerade meine... Au. Alter, hat er gerade... Will zwar nichts sagen, aber... Nein. Hat er... Dieser Wichslappen. Hat der echt erst die Kröte gekillt? Kann ja noch verschmerzen. Der Junior wird mir nicht verzeihen, dass die Hausdrachen gestorben ist. Aber der hat echt gewagt, meine Madame Butterfly zu killen. Die Sau. Mal machen. Hätte sie nicht Seresita genannt, hätte sie sich vielleicht noch gestreichelt. Aber nein. Du musst ja unbedingt das Recht rausnehmen, was nur der Luca darf.
Kitty. Kitty Cat. My name is Viola. Luca. Fear not, for he is at peace. It seems we have been drawn into the Alphaverse. Hat die gerade Ma... Bayonetta! Komm her! Aha. Wolltest du gerade Mama sagen? Is this the homunculus nerve center? It would seem so. He must have sacrificed one of his own counterparts. Er muss eine seiner eigenen Gegenstücke geopfert haben, um die Homunculi von hier aus zu steuern. Sein eigenes Gegenstück? Dann ist dieser Mann also. Kitty. Dr. Sigurd. Dr. Sigurd hat also falsches Spiel gespielt. Aber warum hat er uns? The real singularity. Fuck. Das ist bei John. We've been had. Been very helpful, but that will be quite enough.